Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich will nicht von einem Wovereit regiert werden, der kurz vor der Wahl links blinkt und dann rechts abbiegt. Oder von einem Henkel, der mit billigem Populismus auf Stimmenfang geht. Ich will einen Ministerpräsidenten wie Kretschmann, der nach der Wahl zu Porsche und Mercedes geht und ihnen sagt, unser Ziel ist es, dass ihr weniger Autos verkauft. Denn im Gegensatz zu SPD und CDU setzen wir uns dafür ein, dass die verantwortungslos handeln, in ihre Schranken verwiesen werden. Und dass die mehr haben, auch mehr geben. Das ist unser Verständnis einer solidarischen Gesellschaft und unserer Orientierung am Gemeinwohl. Und liebe Freundinnen und Freunde, das ist auch der Grund, warum die Leute uns wählen. Und zwar unabhängig davon, ob sie in Neukölln oder Steglitz oder in Anzug oder in Hanfhose leben. Neue Wählerinnen und Wähler gewinnen wir nicht mit größtmöglicher Offenheit, sondern mit ganz klaren Positionen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben es in unserer kurzen Parteigeschichte nur deshalb geschafft, die Wortführerschaft linker Politik zu dominieren und sind deshalb programmatische Vorreiter geworden, weil wir uns inhaltlich immer wieder, auch mit uns selbst, hart auseinandergesetzt haben. Aber gleichzeitig haben wir Vertreterinnen und Vertreter unterlegener Meinung integriert. Selbst bei Kleinigkeiten zerbrechen wir uns den Kopf für die beste Lösung. Das ist unsere Stärke, der wir uns in den vergangenen Monaten zugegeben haben, nicht immer bedient haben. Dafür brauchen wir aber diesen innerparteilichen Pluralismus, der zwar nicht vergisst, woher wir kommen, aber auch immer wieder Positionen überprüft. Ja. Liebe Freundinnen und Freunde, wir machen doch Politik, weil wir die Leute da draußen unterstützen wollen. Zum Beispiel bei den Fragen, wo geht's mit den Mieten hin und wer hat ein Recht, in dieser Stadt zu leben? SPD-Senator Michael Müller spricht gerade von kreativen Lösungen bei den Mieten. Doch das Senatskonzept sieht fast nur Neubau vor. Und davon soll gerade mal ein Viertel der neu zu bebauenden Wohnungen den Leuten mit wenig Einkommen zugutekommen. Dass das den Wohnungsmarkt wirklich entspannen wird, bestreitet ja sogar die Baulobby. Wir Bündnisgrüne sind da schon längst weiter. Beispiel Pankow. Unser Bezirksstadtrat Jens-Holger Kirchner hat mit der Wohnungsbaugesellschaft GEWOBAG eine Vereinbarung geschlossen. Und die Folge ist, trotz energetischer Sanierung steigen die Mieten kaum. Genauso in Kreuzberg. Hier will eine Immobilienfirma 350 Wohnungen am Mehringplatz energetisch sanieren. In fast 50% der Wohnungen leben ALG-II-Empfängerinnen und Familien mit geringem Einkommen. Durch die Verhandlungen, die Franz Schulz geführt hat, wurde eine sozialverträgliche Lösung gefunden. Solch eine Politik brauchen die Menschen da draußen. Leute, klar ist aber auch, dass eine sozial-ökologische Mietenpolitik nicht kostenlos zu haben ist. Ich finde, wir müssen uns für eine Erhöhung des Mietzuschusses für Transferleistungsempfängerinnen einsetzen, damit sie aus der Innenstadt nicht verdrängen. Auch an einer neuen Art sozialer Wohnungsbau kommen wir meiner Meinung nach nicht vorbei, wenn wir die soziale Spaltung in Berlin wirklich stoppen wollen. Ich unterstütze daher auch den Debatten- und Arbeitsprozess, der im Leitantrag formuliert ist. Denn unsere Konzepte müssen noch konkreter werden. Da gibt es einige Fragen. Welche Anreize braucht es, damit aus Gewerbeflächen, die mal Wohnungen waren, wieder Wohnungen werden? Nach welchen Kriterien genau sollen Flächen des Liegenschaftsfonds vergeben werden? Oder wie ist die eben beschriebene Vision der Warmmietenneutralität auch in anderen Fällen möglich? Das sind die Fragen, die die Leute da draußen unter den Nägeln brennen und denen sollten wir uns zuwenden. Liebe Freundinnen und Freunde, rückblickend sage ich ganz offen, wir alle haben Fehler gemacht und wir haben uns alle nicht mit Ruhm bekleckert, und sowohl bei der Listenaufstellung als auch innerhalb der Fraktion. Aber liebe Leute, wir dürfen das politische Engagement einzelner Gruppen nicht grundsätzlich in Frage stellen, sonst schaden wir der ganzen Partei. Wir müssen wieder eine gemeinschaftliche Partei werden, eine Partei für alle Mitglieder, aber auch für alle Strömungen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Grüne in den meisten Fällen das gleiche Ziel haben, weil wir eine vielfältige, eine solidarische, eine ökologisch nachhaltige Stadtgesellschaft für Berlin wollen, in der alle einen Platz finden und aktiv daran teilhaben wollen. Wir können uns streiten, aber worüber wir streiten müssen, ist über den besten Weg. Auch in Zeiten der Opposition gibt es doch mehr, das uns verbindet, als uns trennt. Und deswegen, liebe Leute, Ärsche hoch, los geht's.